Ja, und damit kommen wir jetzt auch zum Abschluss von dem Solo-Modell. Trotz seiner absoluten Wichtigkeit gibt es natürlich ein paar Probleme mit dem ganzen Ding. Gerade im ökonomischen Mainstream gilt es als absolut zentraler Ausgangspunkt für die gesamte moderne Wachstumstheorie. Das vor allem deswegen wegen der Rolle fürs Growth Accounting, weil es einfach so viel empirische Arbeit motiviert und erst ermöglicht hat. Und weil es halt auch durch seine Verwendung der Produktionsfunktion so eine erste Annäherung von Mikro- und Makroökonomik dargestellt hat. Dennoch muss man einfach sagen, weder innerhalb und erst recht nicht außerhalb des Mainstreams gilt es wirklich als befriedigendes Wachstumsmodell. Innerhalb der Neoklassik wird kritisiert, es ist ein reines Makromodell, es gibt keine Mikrofundierung, es gibt keine Nutzenmaximierung in diesem Modell. Viele wichtige Parameter sind exogen. Zum technologischen Wandel hilft es uns zwar zu sagen, dass der wichtig ist, aber es hilft uns nicht, ihn erklären. Es gibt kein endogenes Wachstum, sprich an den Steady States bleibt die Kapitalintensität zum Beispiel konstant. Sprich, es ist ungeeignet für eine dynamische Analyse. Es ist allerhöchstens so für Cross-Country-Vergleiche irgendwie hilfreich, aber immer wenn es wirklich um Wachstum geht, dann ist es eigentlich unbrauchbar. Sprich, in der Neoklassik gilt ganz klar, das Solow-Modell ist absolut bahnbrechend in dem Sinne, dass es quasi eine neue Forschungsrichtung aufgemacht hat und wichtige Grundlagen für empirische Arbeit geliefert hat. Aber es ist auch einfach nur das, ne? Es ist ein erster Schritt, aber niemand würde jetzt sagen, es ist ein Modell, was irgendwie einigermaßen angemessen Wachstum erklärt. Das ist einfach nichts, was jetzt im Mainstream irgendjemand von sich behaupten würde. Außerhalb des Mainstreams, jetzt insbesondere von der ökonomischen Klassik. Wir werden ja über Keynesianismus später nochmal reden. Da geht es vor allem viel um diese Unterscheidung zwischen angebotsseitig, nachfrageseitig und Wachstum etc. Dazu kommen wir aber später nochmal. Klassische Kritik ist vor allem das, was es in der Neoklassik berühmt gemacht hat, diese Verwendung der aggregierten Produktionsfunktion. Die ist natürlich extrem problematisch bezüglich der Messung von Kapital. Da hatten wir ganz am Anfang gesprochen, Stichwort Cambridge Capital Controversy. Diese Annahme der perfekten Substituierbarkeit zwischen Arbeit und Kapital erinnert euch dran, in seiner Motivation von dem Modell auf seiner ersten Seite hat Solow Harrod und Domar kritisiert dafür, dass sie quasi die Substituierbarkeit von Kapital und Arbeit komplett vernachlässigen. Jetzt sind es quasi die Klassiker, die ihn dafür kritisieren, dass die Substituierbarkeit hier zu einfach ist und das empirisch nicht valide ist. An diesem Kritikpunkt ist auch definitiv was dran. Das heißt, er ist da in den Augen der Klassiker deutlich über das Ziel hinausgebrochen. Und natürlich, ich habe an einigen Stellen gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, das Arbeitsangebot oder die Räumung des Arbeitsmarktes zu erklären, ist im klassischen Full Employment Modell die Referenz zu institutionellen Faktoren, zu politökonomischen Argumenten. Sowas findet sich in diesem dann doch recht technokratischen, neoklassischen Wachstumsmodell überhaupt nicht mehr. Und deswegen ist es natürlich auch so ein Schritt weg von der Wirtschaftswissenschaft, die eingebettet in eine gesamte Sozial- oder Staatswissenschaft ist. Und das wird natürlich auch von vielen kritisiert. Hinzu gibt es natürlich, es ist empirisch extrem hilfreich, weil es halt eben hilft, sozusagen unterschiedliche Wohlstandsniveaus zwischen Menschen, zwischen Ländern in Beziehung zu setzen. Diese Growth Accounting-Geschichte wird zumindest in Neoklassik als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Es hat aber schon irgendwie ein paar schräge Vorhersagen, die einfach das notwendig machen, dass man an dem Modell noch was tut und dass man das erweitert. Das ist die Annahme der konstanten Profitquote beziehungsweise dem Trend hin zum Alpha. Also erstens ist sie nicht konstant und zweitens passt sie nie zu den geschätzten Alpha-Werten von der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, dass die Kapitalintensität und der Output, das passt auch nicht von den Vorhersagen. Die Faktorkosten als marginale Produkte, naja, das wird zumindest außerhalb der Neoklassik durchaus stark kritisiert. Und ist insbesondere dementsprechend auch schräg, weil es ja auch rein theoretische Größen sind, die halt sehr stark an extrem theoretischen Annahmen hängen. Das heißt, da ist mit Sicherheit noch einiges zu tun, selbst wenn man sich jetzt innerhalb des neoklassischen Frameworks weiter bewegen möchte. Aber diese Probleme machen eben auch deutlich, dieses Solow-Wachstumsmodell hat natürlich seine blinden Flecken und es macht natürlich sehr stark Sinn, auf diese blinden Flecken mit dem Blick von einem anderen Paradigma drauf zu gucken. Denn, das haben wir beim Growth Accounting gesehen, so, das Modell oder das Paradigma, was man verwendet, um wo drauf zu gucken, verändert unsere Sicht oder definiert unsere Sicht doch sehr, sehr stark. Das heißt, das Solow-Modell ist sicherlich wichtig zu kennen, absolut zentral, aber es ist jetzt nichts, was man nicht durch, also was in sich alleine schon eine große Erklärungskraft hat. Es muss ergänzt werden durch andere Perspektiven.
Bevor wir uns damit beschäftigen, jetzt hier aber nochmal eine Zusammenfassung dieses Kapitels. Am Anfang habe ich gesagt, dass unter neoklassischen Wachstumsmodellen drei unterschiedliche Dinge in der Regel verstanden werden können. Zum einen das Solosmann-Wachstumsmodell, was wir jetzt hier besprochen haben, reines Makromodell. Das Ramsey-Wachstumsmodell, was quasi das Solo-Modell nimmt und um einen nutzenmaximierenden Haushaltssektor ergänzt und sozusagen Grundlage für viele weitere Wachstumsmodelle im Bereich der Neoklassik sind, oder eben auch die Menge an neoklassischen endogenen Wachstumsmodellen, die ausgehend von dem Growth Accounting vom Solo-Modell sagen, okay, dieses Solo-Residual, das ist so zentral, wir müssen das irgendwie erklären, wir müssen das machen, indem wir den technologischen Wandel endogenisieren und den aus dem Modell heraus erklären. Als es entwickelt wurde, war dieses Solow-Swan-Modell eine Antwort auf die damals dominanten keynesianisch geprägten Wachstumsmodelle, insbesondere das Harrod-Domar-Modell. In diesen Modellen war stabiles Wachstum eigentlich nicht möglich. Die hatten keinen stabilen Steady-State, bei denen ging Wachstum in der Regel außer durch schwer zu rationalisierbare Zufälle immer mit einer wachsenden Arbeitslosigkeit einher. Was das Solow-Swan-Modell gezeigt hat, ist, dass stabiles Wachstum unter Vollbeschäftigung konsistent modelliert werden kann, möglich ist, wenn man eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion annimmt, hat durch die Produktionsfunktion eben auch sozusagen die Brücke zwischen Mikro und Makro aufgeschlagen. Es grenzt sich sehr stark von den klassischen Wachstumsmodellen dadurch ab, dass wir hier keine Unterscheidung mehr zwischen Klassen haben, also wir haben keine Unterscheidung zwischen Kapitalisten und Arbeiterinnen. Es ist ein Modell, was extrem viel durch exogene Variablen erklärt. Wir haben die konstante Sparquote, wir haben exogenes Wachstum, was letztendlich determiniert ist durch das Bevölkerungswachstum, was exogen ist. Wir haben eben diesen stabilen Steady State, der zumindest theoretisch schon eine sehr große Contribution war und was wahrscheinlich zusammen mit dem Growth Accounting eben dazu geführt hat, dass gerade Robert Solow so berühmt geworden ist. Dieses Growth Accounting illustriert zum einen die Theoriegeladenheit der Beobachtung, weil es funktioniert nur, wenn wir so starke neoklassische Annahmen kaufen, wie das Faktor Preise gleich dem marginalen Produkt der Faktoren sind und dass eben wir die Produktionsfunktion so hinnehmen, wie sie eben hier angenommen wird. Wenn wir das machen, und es gibt ja auch tausend andere Gründe, die dafür sprechen, dann verdeutlicht aber die zentrale Rolle von technologischem Wandel und warum eben man am technologischen Wandel nicht vorbeikommt, wenn man sich mit Wachstum beschäftigen will. Dieses Growth Accounting ist natürlich aufgrund von seiner starken Abhängigkeit von den neoklassischen Annahmen auch Kern extrem vieler Kontroversen. Und insofern, denke ich, kann man das Ganze so zusammenfassen, dass das Solow-Swan-Modell als Ausgangsmodell fast aller modernen Mainstream-Wachstumstheorie gilt, nicht weniger. Es ist zentral, aber auch nicht mehr. Es ist ein Ausgangspunkt, der da quasi ein ganz großes Feld aufgespannt hat. Und es ist nicht nur zentral in der Mainstream-Wachstumsökonomik, ganz viel alternative oder heterodoxe Wachstumsökonomik arbeitet sich auch bis heute immer noch so ein bisschen an diesem Solow-Wachstumsmodell ab. Zumindest steht mal in ganz vielen Papern drin, warum man sich jetzt davon abgrenzt oder warum dies nicht passt oder jenes nicht passt. Das heißt, völlig unabhängig davon, was man jetzt tatsächlich am Ende von diesem Modell hält, es ist eins von diesen Modellen, was man im Detail einfach sehr gut verstanden haben möchte, wenn man irgendwelche Debatte über Wachstum und Entwicklung folgen kann. Und deswegen hoffe ich, dass, auch wenn es jetzt wieder mal ein bisschen länger gedauert hat, sich die Investition für euch dann doch auszahlt. In diesem Sinne, dann nächste Woche, dann fast, sehen wir uns ja schon fast in Persona. Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute. Tschüss.